Hey Leute, willkommen zurück zu Replay Oldschool, ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Neuer Speedtest ist am Start von diesem geilen neuen Wagen da drüben, der kam am Dienstag raus, der XR21. Zuerst mal ein kleines Drag Race, also beziehungsweise ein Speedtest. Enrico Italia ist mit am Start gegen alle möglichen anderen Supersportwagen, die halt so geil sind, und wir schauen mal, wie der sich so schlägt in Beschleunigung und natürlich auch in Endgeschwindigkeit. Und nach dem Speedtest oder halt Drag Race kommt dann der Race-Test, wo wir wieder schauen, taugt der in Rennen was, kann der eine geile Rundenzeit hinlegen in einem kurvigen Rennen, wie zum Beispiel Bonus auf der 8, oder halt nicht. Mit dem Wagner werden wir die Rundenzeiten vergleichen und schauen mal, ob der vielleicht eine bessere Rundenzeit hat als der Wagner. Jedenfalls, wir machen mal jetzt gegen den Centorno, beide voll aufgetuned mit Geländefelgen und bei 2,30 würde ich sagen. Okay. Geht's los. Bah! Ich bin gleichzeitig weggekommen. Ey, Centorno ist der übelste Savage. Ey, guck mal, was der für eine Beschleunigung hat. Ich dachte ehrlich gesagt, der XR21 hat eine etwas bessere Beschleunigung als der Centorno. Dachte ich eigentlich so. Okay, aber... Geschwindigkeit? Schau mal, wie es um die Endgeschwindigkeit steht. Ob der vielleicht in der Endgeschwindigkeit noch was reißen kann. Loser. Aber ja, momentan bin ich halt der Loser in der Beschleunigung gegenüber dem Centorno. Ich kann nur sagen, ich meine, das Ding ist nicht nur ein absolutes Tuning-Beast, sondern auch ein Racing-Beast. Aber mehr will ich dazu nicht sagen. Es ist einfach nur Porno, ja. Es ist einfach nur Porno. Also für die, die es noch nicht wissen, ich will nicht so viel spoilern. Jedenfalls. Wolf im Schafspelz. Wolf im Schafspelz? Oder nein, Schaf im Wolfspelz? Keine Ahnung. Echt? So? Ja. Nein. Nee, es ist wirklich so, es ist halt ein Wolf im Schafspelz, weil das Ding, ja. Werdet ihr das später sehen. Jedenfalls gegen Centorno kann er ja irgendwie nicht anstinken beim Drag Race. Aber es muss nicht viel heißen. Wie gesagt, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, für alle, die es noch nicht wissen. Speedtest oder Drag Race sagt nur so viel aus, über die Beschleunigung oder um die Endgeschwindigkeit, aber es sagt nichts aus, wie das Ding im Rennen ist, welche Rundenzeiten er fährt, ob der ein geiles Handling hat oder eine geile Kurvenlage. Das alles sieht man ja nicht. Nächstes Auto. XR21 Supersportwagen gegen den T20 jetzt. Machen wir bei 40 Sekunden. Okay. Beid gleichzeitig weggekommen. Und ich habe so eine Vermutung schon gehabt, aber der T20 zieht ihn in der Beschleunigung. Eiskalt. Hell. Ich habe ihn schon mal gefahren und ich dachte wirklich, Alter, der raucht jetzt alle weg in der Beschleunigung. Zumindest Endgeschwindigkeit. Okay, habe ich mir gedacht, ja, da vielleicht nicht, aber da zumindest in der Beschleunigung. Aber bleibt auf jeden Fall dran, lasst euch überraschen. Schaut, was nachher noch passiert im Rennen, ja, beim Racetest. Hier kann er nichts machen. Hier kann er echt nicht anstecken gegen die Gegner in der Beschleunigung und auch nicht in der Endgeschwindigkeit. What the fuck? Schade. Das ist komisch. Also das heißt schon mal, für solche Rennen, so Rennen um die Map mit so ganz langen Geraden, würde ich nicht den XR21 nehmen. Da lieber ein Auto, was eine sehr hohe Endgeschwindigkeit hat. Nämlich der T20, der zieht eiskalt, und der XR21, der holt auch nicht mehr auf, so wie es aussieht. Wie viel hast du auf dem Tacho, Niki? Ich hab 125. Ach so, ich hatte 120 maximal. Ist egal, jedenfalls kam ich nicht ran, nächstes Auto. XR21 gegen ICMB, hier habe ich so ein bisschen besseres Gefühl. Zumindest, dass er den in der Beschleunigung mal endlich packt, Alter, weil ich hab Bock drauf. Mach mal 35. Yeah, brother! Yes, sir! Alter, er boostet nach vorne, weil der A7B hat seinen heftigen Respin. Die Räder drehen einfach zu viel durch beim Start. Und von daher kommt er nicht so gut dran bei der Beschleunigung. Aber ich weiß nicht, wie es bei der Endgeschwindigkeit aussieht. Zumindest haben wir jetzt Mittelstrecke. Und jetzt sollte er nicht rankommen, der A7B. Dachte ich so, oder? Kommst du an? Nee, wie viel hast du auf dem Tacho? 125. 121. Bin schneller als du. Also ich weiß nicht. Ja, ich bin schneller als du. Ja? Kommst du ein bisschen ran so? Nee, aber ich bin schneller als du laut Rockstar Games. Laut Rockstar Games bist du schneller? Rockstar Games hat immer recht. Rockstar Games hat immer... Nein. Doch. Aber hier passiert nicht mehr viel, oder? Passiert denn noch irgendwas? Ich komm. Ja gut, aber erst nach 1000 Kilometern, Alter. Das ist so ewig, bis der rankommt. Aber ich komm. Das ist hier Langstrecke, endlos. Ja, er kommt. Irgendwann kommt er okay auf der Langstrecke, ist denn der A7 doch irgendwann noch besser. Ihr seht es ja hier. Mitch. Und nächstes Auto. Lel, meine Fresse. XR21 gegen den X80, das krasse Beschleunigungsmonster, Alter. Ich habe nicht so ein gutes Gefühl. Machen wir 35. X gegen X, genau. X gegen X, genau.
So sieht's aus. Konzeptwagen gegen Konzeptwagen. Ich komme ein kleines Stück besser weg, aber X80 ballert davon, Alter. Das ist Hardcore. Aber war mir schon klar, ich glaube, es ist immer noch der Supersportwagen mit der besten Beschleunigung und GTA Online nicht unbedingt gutes Handling so, aber auf jeden Fall die Beschleunigung ist Porno auf der Geraden und das seht ihr hier, Alter, guckt den Abstand, jetzt schon. Oh nein, ich hatte keine Geländereifen, na, das gibt mir eine Schiffs. Ist egal, ist egal. Du hattest Tuningreifen und Tuningreifen haben denselben Effekt wie Geländereifen, von daher ist es scheißegal. Anyways, ich glaube, der kommt dann auch nicht mehr ran an den X80. Nein, nicht bremsen. Das ist hiermit gegessen. Nächstes Auto. Ja, guten Audit. Legge. Einfach mal so einen schönen Jaguar gefrühstückt. Erstmal bremsen für den guten Jungen. Frühstück mit Spiegeleiern und so einer leckeren Soße. Wir haben es hier mit einem weiteren Beschleunigungsmonster zu tun, nämlich dem 811. Ja? Und, nein. Ich glaube, das war ja da nach dem X80 der zweitschnellste in der Beschleunigung. Bin mir gerade nicht sicher, aber in Supersportwagen jedenfalls. Ich habe auch wieder so ein schlechtes Bauchgefühl. Machen wir bei 50 Sekunden. Verdammt. Okay. Nice. Beide Leiste weggekommen vom Start und Enrico Italia. Nein, der holt wieder, oder? Lol. Das ist nicht gut, siehst du? Er ist ein bisschen langsamer als der X80, hast du ja gesehen, ne? Ein bisschen langsamer, von daher konnte ich länger mithalten. Ja, aber jetzt, Alter, verdammt, der ist so krass in der Endgeschwindigkeit, ja, das wird hier überhaupt nichts mehr. Ich meine, ich brauche das gar nicht mehr probieren. Wie fährst du euch auf dem Tacho gerade? Sag mal bitte. Weiß ich gar nicht. Guck mal bitte. Irgendwas mit 120. 120. Hä? 123 gerade. Boah. Weird. XR21 gegen diesen geilen gelben Tyrus da drüben machen wir bei 1 Minute und 5 Sekunden. Hier habe ich wieder ein besseres Gefühl, dass er zumindest eine Beschleunigung zieht. Machen 40. wir bei 1,40. Okay. Go! Lol! Dieser Wheelspin! Zieht euch diesen Wheelspin. Das ist echt der Wheelspin. Ey, krass. Ich glaube, er hat einen noch krasseren Wheelspin als der ASMB. Kam mir das nur so vor, oder ist es wirklich so? Ist, glaube ich, so. Nicht. Also ja, zuerst dachte ich habe nicht aufs Gas gedrückt, aber der braucht übelst lange. Ja, ist der mal anspringt oder so? Beschleunigung ist ja klar vorne. Ich glaube, ja, echt noch schlechter als der A7B von der Beschleunigung her. Also im Prinzip, wir können mal zusammenfassen, XR21 hat bis jetzt gezogen A7B-Beschleunigung und Tyrus-Beschleunigung. Aber ansonsten hat er bis jetzt gegen alle abgekackt. Aber es kommen noch ein paar, schauen wir mal. Jedenfalls, ich glaube nicht, dass der Tyrus da noch rankommt. Oder kommt er da noch ran, da vorne, wie der A7B? Da beim Ziel, bei der Ziellinie. Schauen wir mal. Noch ein bisschen haben wir da. Können wir ein bisschen fahren. Vielleicht holt ihr noch eine Endgeschwindigkeit ein. Weil es halt so bei so Beschleunigungskings, ja. Was heißt Beschleunigungskings, aber das ist so sein Vorteil, dass die dann in der Endgeschwindigkeit nicht so gut sind. Gut, hier war der A7B, glaube ich, schon, ist er schon rangekommen. Aber der hier braucht Ewigkeiten. Also hier kommt er irgendwann ran, vielleicht überholt er den noch ganz da hinten, aber ich glaube, das werden wir jetzt nicht rausfinden. Wir springen jetzt einfach mal zum nächsten Auto. Was? Warte, bei 30 Sekunden. Nur der Mann, ja, ich glaube, ja klar, Alter, easy, guck mal, der zieht den easy, weil er da ist halt scheiße in der Beschleunigung. Aber dafür eine Endgeschwindigkeit, schätze ich mal, oder? Alter, der muss den auf jeden Fall eine Endgeschwindigkeit ziehen, weil sonst wäre alles total fail. Kommen jetzt in der Endgeschwindigkeit, wir sollen jetzt überholen und dann kommen wir gleich zum nächsten Auto. You woke up in a new Bugatti. Aha. Und dann, ja, dann kommen wir danach zu dem kleinen Bruder vom Edda, nämlich dem, ja, werdet ihr gleich sehen. Na, jetzt kommt er ran. Genau, auf der Langstrecke. Den Oreo. Den Oreo-Keks. Genau. In schwarz und weiß. Ja. So, also ich habe. Ist du eigentlich auch immer bei den Keksen diese Füllung raus oder lässt du das, oder isst die komplett, die Kekse? Ich esse die gar nicht. Eieiei. Was? Du isst keine Oreo-Kekse? Nein, nein. Was denn? Das ist giftig. Warum das? Halal. Haram meinst du, oder was? Was? Du musst doch, die sind doch lecker, Alter. Natürlich esse ich die. Alter, Oreo-Kekse ist lecker. Aber das Ding ist, ich esse Oreo-Kekse immer komplett. Ich mag das gar nicht, die Füllung so rauszuessen. Lieber komplett, das ist das Geilste. Nächstes Auto. Ey, nee, Mann. Okay, weiter ist er weggekommen. Ich beschleunige schneller, Alter. Ist der echt schneller in der Beschleunigung? Besser? Ein Stückchen weit, weil jetzt kommt er auch schon ran, der Nero. Aber krass. Ey krass, das hätte ich jetzt nicht, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich dachte jetzt, der Nero Custom würde ihn das auch wieder ziehen, der Beschleunigung. Ziehe ich ja auch. Jein. Ich meine, nicht auf der Kurzstrecke, jetzt auf der Mittelstrecke, aber nicht auf der Kurzstrecke.
da hat der XR21 auf jeden Fall die Nase vorn vor dem Nero Custom. Aber jetzt werde ich den eiskalt wieder frühstücken. Allerhand. Oder zum Mittagessen, nur zum Abendessen. Keine Ahnung, Alter. Einfach lecker, so ein kleiner XR21, weil Endgeschwindigkeit ist ja einfach besser. Unten der schon wieder. Fick dich. Nächstes Auto. XR21 gegen Tempesta, einen von den besten Supersportwagen für Rennen, bei, also wenn es um Rundenzeiten geht, nach dem Wagner direkt, also nimmt sie nicht so viel, machen wir jetzt bei 45, schau mal, wie sich so schlägt, der XR21. 1945, genau. Okay, halt den Maul. ja, also Beschleunigung ungefähr gleich auf, kann man sagen, war, guck mal, krass. Ey, gleich. What? Same. Ne, ich war sogar besser. Nicht wirklich. Also er zieht ihn in der Beschleunigung, würde ich sagen, auf der Kurzstrecke. Guck, ich meine, die lagen ja gleich auf, kannst du sagen. Und nein, jetzt geht es auch wieder gleich auf. Ich habe dich kurz gezogen und dann gehst du vorne. Naja. Ich habe dich kurz gezogen. Ja, ich weiß nicht. Ich fand ihn besser in der Beschleunigung. Jedenfalls ist es extrem knapp. Ja, und jetzt kommt er wieder in der Endgeschwindigkeit, glaube ich. Auf lange Strecke. Also ich fahre auf jeden Fall hier rechts. Du kannst mich ja außen überholen. Ey, was? Und jetzt ganz zum Schluss vom Drag Race bzw. Speedtest XR21 gegen den absoluten King, was die Rundenzeiten angeht, nämlich den Wagner. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, was der hier so taugt von der Beschleunigung. In der Endgeschwindigkeit gegen den XR21 machen wir bei 1,15. Lol, du hast mehr Wheelspin, ja? Wie der LCMB oder wie der Tyrus, aber nicht so krass. Weil jetzt kommst du schon, du marschierst schon. Alter Schwede, er marschiert. Aber wurde geschlagen in der Beschleunigung. Geil. Das feiere ich gerade so ein bisschen. Ich feiere es gerade, weil der XR21 echt nicht so gut war im Speedtest, also in dem Drag Race hier. Er hat nur den Edda gezogen, er hat nur den Nero Custom gezogen. Tempesta gut, kann man jetzt streiten. Er hat ICMB gezogen, Tyrus gezogen. Und jetzt den Wagner noch. Wobei, was heißt nur? Es ist relativ ausgeglichen, ja. Ein paar halt. Oh. Ein paar schon. Aber man kann insgesamt, würde man jetzt den Eindruck haben, könnte man jetzt sagen, Alter, XR21, also so krass ist der doch gar nicht. Für das Geld, was der kostet, ja, 4 teuerste Supersportwagen, Alter. Holt sich der überhaupt an, wenn der so abkackt hier in dem Speedtest? Ich dachte, der zieht ja alle, ja. Der ist so super krass. Aber Leute, wartet jetzt auf den Racetest. Wartet auf Bonus, auf die krassen Rundenzeiten. Das wird richtig geil werden. Richtig scheiße. Bis gleich. Halt den Maul. Nicht kommen. Und wie immer nach dem Speedtest, jetzt natürlich auch noch der Racetest. Wir vergleichen jetzt erstmal die Rundenzeiten vom bisher besten Supersportwagen und schauen dann mal, wir fahren natürlich dann nachher nochmal mit dem XR21 und schauen dann mal, ob die Rundenzeit vom XR21 eventuell sogar besser ist als die vom Wagner. Aber jetzt erstmal 5 Runden, Bonus auf der 8, kein Kontakt mit dem Wagner. Wir sehen uns in der 5. Runde wieder, bis gleich. Boom, Leute, 5. Runde. Und wie immer, der Wagner ist ziemlich krass unterwegs. Du hast einen krassen Kurvenspeed. Eine gute Straßenlage, aber man muss echt sensibel, also es fährt sich echt sensibel, man muss echt aufpassen beim Lenken, weil einmal zu stark gelenkt oder irgendwie verbremst oder zu komisch Gas gegeben und das Ding dreht sich, übersteuert, aber ansonsten, wenn man sein Fahrstil sensibler anpasst an das sensible Fahrverhalten, dann ist es ein verdammt guter Wagen, um bei so kurvigen Runden wie Bonus auf der 8 hier richtig gute bei kurvigen Rennen, genau, richtig gute Rundenzeiten hinzubekommen. Und wir vergleichen jetzt gleich mal unsere Bestzeit. Wir werten halt die Bestzeit von den 5 Runden, die wir hier gefahren sind. Und schauen dann mal, wie er sich so schlägt gegen den XR21, den wir dann danach fahren. Ich glaube, die Runde wäre ganz gut hier, die letzte, die 5. Runde. Vielleicht habe ich einen davor noch besser gefahren. Schauen wir mal. Ja, moin. Ich würde sagen, orientiert euch vielleicht an Enrico Italia. Nee, bitte nicht. Aber nicht, diesmal nicht. Ja, nee. Weil er ist ja eigentlich ein bisschen besser als ich vom Racing-Style her, vom Rennenfahren her. Aber er hat da, glaube ich, ziemlich viel Scheiße gebaut. Schaffst du das noch? Ich glaube nicht, oder? Aber wir gucken trotzdem mal den Rundenzeit, weil irgendeinen hast du bestimmt gefahren, irgendeine gute Rundenzeit. Nee, nur Scheiße, wirklich. Nur Scheiße gebaut mit dem Wagner? Oh mein Gott, verdammt. Ich kann euch trotzdem sagen, wir hatten schon mal einmal geübt, wir hatten einmal 5 Runden schon mal geübt und da hatte Enrico eine 52er und ich eine 53er. Und schauen wir mal, was ich jetzt hab, was Enrico jetzt hat. Also mein Bestes, was ich hier mit dem Wagner immer gefahren bin, das war so eine 52er. Ja. Aber das war echt schon hart am Limit, da muss ich echt hart am Limit fahren.
ist schon echt schwierig, mit dem Teil richtig krasse Rundenzeiten hinzubekommen. Also muss ich wirklich anstrengen. Ja, also ist nichts für Noobs. Und ich glaube so, war gut dran. Jo, das war nicht so gut diesmal. Wie gesagt, Bestzeit von Enrico 52, Bestzeit von mir hier, wo wir vorher geübt haben, 53. Jetzt auch wieder 53, jetzt kommt der XA21. Wir sehen uns gleich in der fünften Runde mit dem XA21. Mann, wieder ein... Ich hab so eine gute Runde gefahren, ich Digga. Auch. Egal. Leute, fünfte Runde. Ich hab hier so einen scheiß Passanten erwischt. Von daher, leider die Runde, die letzte Runde, die wird halt nicht so gut. Aber die Runde davor, Junge, die war so Premium. Das war einfach nur so genial. Ja, fahr dann ins Ziel, es ist egal. Ihr könnt es sehen an dem Fahrverhalten, Alter. Das ist einfach nur krank. Dieses Auto ist so krank. Du denkst wirklich, du fährst... Weiß ich nicht, du fährst mit dem Autopilot. Ein Autopilot, der das fast alles regelt und du steuerst im Prinzip nur noch so ein bisschen, ja. Wie von Enrico gesagt hat, wie jetzt? Fahre ich jetzt eigentlich noch oder macht der Autopilot alles? Also, das Ding hat so eine krasse Kurvenlage, so eine krasse Straßenlage. Springt kaum, übersteuert kaum. Wenn er mal übersteuert, ist er übelst leicht wieder einzufangen. Ich weiß nicht, Alter. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Einfach nur so ein Premium-Car, ja. Es ist unnormal, was du damit für Runden fahren kannst, ja. Schau mal gleich mal die Rundenzeiten. Also ich habe so ein Gefühl von einer, weiß nicht, 52er, 51er. Und bei Enrico vielleicht 50er, 51er. Schau mal. Boah, so krass. Es ist einfach nur krank. Es ist einfach nur krank, dieses Auto. Damit ist locker eine 45er möglich, Herr Mann. Also ich finde so vom Fahrverhalten ist er etwas träger als der Wagner. Also springt halt nicht so, aber dafür liegt er so stabil auf der Straße. Zieht's euch rein, Alter. 52er Enrico, 51er. Nochmal. Unglaublich. Einfach so aus dem Handgelenk, weißt du? Wir haben vorher nicht geübt. Wir haben jetzt einfach so 5 Runden Bonus auf Dach gestartet und Digga, das ist abnormal. Ich hab's einmal schon mal probiert, wo ich den richtig, es ist absolut mal wieder was Neues. Alle Leute werden jetzt, denke ich mal, alle Racing Pros, die werden jetzt umsteigen auf den XA21 und ja, mehr bleibt dazu nicht zu sagen. Das ist einfach der fucking beste Supersportwagen in GTA Online, mit dem es einfach so leicht ist, krasse Rundenzeiten zu fahren. Und ich denke, jetzt werden wieder einige neue Weltrekorde aufgestellt mit diesem geilen Auto. Ich denke mal, du siehst das ähnlich, oder? Sowieso. Ich denke, die sind schon am Machen und Tun. Haben wir schon übelst am Hustlen. Viele Weltrekorde auch schon geschlagen. Also wenn ich jetzt bestimmt wieder in den ganzen Rennforen wieder reingehen würde... Bestimmt alle am Ausrasten wegen der Karre. Definitiv. Weißt du, also beim Speedtest hast du wirklich gedacht, naja, geht so, ja, also für das Geld wieder so ein Auto, was eigentlich nicht so viel taugt. Aber Alter, wenn du jetzt wirklich einfach mal ein Rennen fährst, so ein Rennen hier wie Bonus auf Dach, wo es wirklich um krasse Rundenzeiten geht auf dem kurvigen Kurs, dann ist das Ding der absolute Oberwahnsinn. Ja? Das ist absolut so krass Porno, das Ding. Da fehlen dir echt die Worte so, ja. Du denkst wirklich, es lenkt sich von allein, muss nicht mehr so viel machen. Es liegt einfach nur so krank auf der Straße. Wir zeigen es euch immer noch mal kurz, so eine Runde hier oder mehrere. Für die, die jetzt keinen Bock mehr auf das Video haben, weißt du, die können einfach schon abschalten, die können einfach wegklicken, aber für die, die einen Bock haben, jetzt hier das hier zu sehen, noch ein paar Runden fahren, Bonus auf der App, die können gerne dabei bleiben. Ja. Für alle die, die jetzt schon abhauen wollen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Und natürlich checkt den ersten Link in der Videobeschreibung aus, für alle, die noch viel Geld in GTA Online brauchen, da ist wieder Modder Team verlinkt. Und mehr bleibt auch nicht zu sagen zu diesem kranken Auto. Ihr seht es ja, ich kann labern und heizt trotzdem noch hier eine saubere Runde. So einigermaßen zumindest. Oh mein Gott. Ja, so krank. Also an so Stellen, ja, schönes Auto. An so Stellen, wo der Wagner schon gesprungen wäre oder übersteuert hätte, das gleicht er einfach eiskalt aus. Ich weiß nicht, hier steckt wahrscheinlich so Raumschifftechnologie dahinter in diesem Auto. Weiß ich nicht, die das Ding einfach so krank um den Kurs marschieren lässt. Also das ist... Du ärgerst dich, dass du nicht mehr Gas geben hast in den Kurven. Ja, du musst erstmal drin gewöhnen. Du denkst so, ah scheiße, hier muss ich krass vom Gas gehen oder krass bremsen, aber nee, du kannst wirklich richtig krank um die Kurven ballern. Das ist unnormal. Du musst nur Vertrauen haben. Ja, du musst Vertrauen haben. Und wenn du dich wirklich anstrengst, ich glaube, dann ist hier eine 50er drin, es ist eine 49er drin, vielleicht sogar, weiß ich, vielleicht 48. Sogar 48 oder 47. Ja. Also, ich kenne jemanden, den Skyrider, Shoutout auf jeden Fall an Skyrider, der ist ja mal mit dem Santorno gefahren und ich glaube, der hatte hier einen, was waren es, einen 50er oder 49er, bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, der reißt hier sogar eine 48er. Ihr könnt ja gerne mal in die Comments schreiben,
verraten, was ihr so für eine Bestzeit gefahren habt mit dem XR21. Würde mich mal interessieren, auf Bonus auf der 8. Und die, wobei, ich kann es ja nicht nachprüfen, aber ich schaue einfach mal. Ich schaue einfach mal, was ihr so in die Comments schreibt, was ihr so für Bestzeiten habt mit dem XR21. Ja, würde mich echt mal interessieren. Nö, ich meine, ihr seht es ja schon, ne? Im Vergleich zum Wagner, wie stabil der ist. Da passiert nicht viel. Auch mal kurz einen Baum berührt. Einfach weiterfahren. Easy peasy. Gönnt ihn euch. Klare Kaufempfehlung. Das Geld ist ja absolut wert. Also die anderen kannst du echt knicken. Also Tyrus kannst du knicken. ASMB kannst du knicken. T20 kannst du knicken. Du kannst jeden anderen Supersportwagen knicken. XR21. Beste. Momentan beste. Weil Rockstar Games hat sich bestimmt so gedacht, yo, Beste kommt immer zum Schluss. Und das ist es auch. Ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt. Aber ich glaube, Gunrunning DLC Update ist jetzt komplett vorbei. Es kommt nichts mehr zum Thema Gunrunning. Es kommt jetzt, es muss irgendwas Neues kommen. Ich weiß nicht, was kommt. Ich schätze mal dann entweder noch vor Weihnachten noch ein Update, ein kleines. Und dann zu Weihnachten, Anfang Dezember meine ich dann wieder so ein großes Update. Kam ja immer, jedes Jahr so Anfang Dezember kam ja immer noch ein großes Update raus. So, was war es, glaube ich, VIP-Update kam Anfang Dezember raus. Und was kam noch Anfang Dezember? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich glaube, Kanixstanz kam nicht. Es war irgendwas anderes. Keine Ahnung. Jedenfalls bin ich gespannt, was als nächstes Update kommt in GTA Online. Ich auch. Ich hoffe mal wieder was Geiles, was Innovatives, was Kreatives. Eine Map-Erweiterung, weißt du? Nicht einfach nur neue Autos oder neue Modi und dies, das. Mal was richtig Geiles wie eine Map-Erweiterung. So, jetzt aber wirklich. Haut rein, bis zum nächsten Video. Wir sind raus. Peace out, bye bye, ciao. Tschüss. Okay, wir kommen mit, ja? Boah, Hauptsache die Packung dahinter sind etwas. Hoffentlich kriegst du hin, Mann. Soll ich nochmal Garage Instagram-Story machen? Mach mal Gasstoß. Aber ich geh raus, okay?